Willkommen zu einem neuen Part von Battle Realms. Wir waren natürlich zuletzt stehen geblieben hier in der Mission, wo ich langsam aber sicher mal vorwärts machen sollte. Wir haben hier Budo, das alte Stück Zement, gefunden. Den können wir uns auch holen, aber nur indem wir Kenji vorbeischicken. Ja, Meister. Oh, 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 von unten. Gibt es wohl bald Stress? Yeah. Okay, aber es ist nur ein Typi mit seinem Wolf. Weil ja, Budo möchte Schlange. Nämlich, das weiß ich nämlich, weil ich die Mission ja kenne. Schlange. Wisst ihr ja, ich spiele das ja nicht zum ersten Mal. Yeah. Die möchte nämlich... Ja. Da gehe ich aber mit. Ah, die ist so langsam. Yeah. Ja. Ist so langsam. Wie machen wir das am besten? Habe ich eigentlich noch einen Bauer gerade? Der Tod ist lautlos. Habe ich einen Bauern noch gerade? Nee, habe ich nicht. Weil ich bin ja eigentlich dagegen, habe ich ja gesagt, wegen... Ah ne, ich habe Stallungen. Ich bin dumm. Aber ich habe kein Pferd. Tja, that's not good. Ich brauche ein Pferdchen. Okay, aber zuerst müssen wir hier mal die Armee satteln. In Ordnung. Und hier unten. Ja. Schnell, bevor die mir hier die ganze Sachen kaputt machen. Kaputt machen. Heyal, Hallali. Gib mir! Kaputt hauen! Das sind ja nicht die Geishas. Die machen mit, oder? Haut sie zusammen! Haut sie zusammen! Gut. Ja. 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 Okay, dann, ja, mein Fürst. Geh mal Pferdchen zähmen. Du kommst mit. Bin feuerbereit. Okay, die Geisha hat wohl ins Gras gebissen, so wie es aussieht. Okay. Dann ist ja gut, dann kannst ja, du Fürst. Halt wieder nach. Okay, haben mehr Lebensenergie. Da fehlt mir noch eine. So, genau, ich will die nämlich auf dem Pferd haben, dann ist die ein bisschen schneller. Und da, Kenji jetzt gerade nicht sofort wieder gebraucht wird, wäre ich dafür... Komm, Mäuschen. Für euch, mein Fürst. Ist nämlich da ein bisschen zügiger. Weil hier bei der Schlange macht es lustigerweise viel Sinn. In Ordnung. Nee. Dann wissen die ja, dass wir für hier. Für die sind. Schlange. Wir laufen hier nämlich durch den Wald. Aber im Lauftempo. Für die Schlange. Weil ich möchte nicht aufgedeckt werden. Ja. Yeah. Hier können wir wieder rennen. Weil sonst ist das, kann ich euch sagen, das dauert sonst mit der Geisha viel zu lange. Und auf dem Pferd ist die ein bisschen zügiger unterwegs. Wir verlieren die ja auch nicht. Das ist ja das Gute im Moment. Also wir verlieren die nicht, indem wir sie hier unten mitnehmen. Aber ich kenne halt die Mission noch. Für die Schlange. Und da ist halt wirklich so, in Ordnung. Dass wir... dass Budo nämlich eine Geisha haben möchte, um sich uns anzuschließen. Das werdet ihr gleich sehen. Ja. Deswegen gehen wir mal ihm Hallo sagen. Hallo, Budo. Verlasst meinen Besitz! Die Schlange wandelt, wo es ihr gefällt. Dann werde ich gegen euch kämpfen. Wie ihr wollt.
Ihr könntet aber auch für mich kämpfen. Ja. Wenn ich auf dem Schlangenthron Platz genommen habe, werde ich meine Getreuen belohnen. Ich bin aber nicht billig. Ich hätte gerne eine eurer Geschas. Das ließe sich einrichten. Nein. Tretet ein, meine Schöne, tretet ein. Schlange. Sehr schön. Und? Natürlich. Gehen wir. Gehen wir. Ich diene nur euch, Meister. Sehr schön. Okay, wir haben... Ihr habt gesehen, wir haben Budo dazu gekriegt. Und würde ich sogar sagen... Wir machen uns wieder auf den Weg. Für die Schlange. Hier. Ja. Das hier würde ich gerne nicht bewerten lassen. Das bringt mir nicht viel. Sehr schön. Ja, Fürst. Hier rein. So, dann würde ich mal sagen, wir nehmen ein paar mit. Verbreiten wir Chaos. Breiten wir Chaos. Sehr schön. Wir haben ja jetzt hier noch ein paar. Schon unterwegs, Meister. Die können das ja halten. Weil ich würde gerne sagen, wir werden hier den Außenposten angreifen. Nehmen hier die Typen mit. Und kommen dann von zwei Seiten. Besser gesagt, tun uns hier wieder mit unserer Armee. In Ordnung. Die kommen da gerade richtig in Wellen. Tod unseren Feinden! In den Staub! Kriegen wir eigentlich gut weg, aber. Für die Schlange! Für die Schlange? Ich eile. Ich eile. Sehr schön. Ja. Sind ein bisschen langsam, ich weiß. Ich tue hier nochmal schnell zwischenspeichern. Es tut mir jetzt gerade leid. Bin gerade ein bisschen überfordert, auf zwei Seiten gleichzeitig zu schauen. So wie ich das öfters... Warum? Ah, durch die Pferde natürlich. In Ordnung. Kacke. Das ist jetzt natürlich... Für die Schlange. Okay, und dann würde ich sagen, gehen wir dann wirklich gemeinsam hier rein. Ja. Was haben wir da sonst? Ja, noch ein paar Nahkämpfer. Und wir haben mehrere Helden. Ich muss einfach ein bisschen auf Kenji dann aufpassen. Ja. Lasst uns ein bisschen Spaß haben. So, und bevor wir das machen... Ja, Meister. Tun wir hier noch alle heilen. Jetzt hat sie keine Ausdauer für mehr. Für euch, mein Fürst. Okay. Dann würde ich sagen, hier ist ein Tower. Ach, dumm. Ich weiß natürlich nicht, was der drauf... Egal. Angriff. Rauf da. Vorwärts. Haut sie zusammen. Ihr müsst sie zusammenhauen. Wir sind meine ja eh noch stärker als vorher. Weil die blöden Typen hier nerven ein bisschen. Okay. Bin auf dem Weg. Wie ihr befehlt. Ja, Fürst. Ich eile. Schon unterwegs, Meister. Schlange. Gut, okay. Für das die Schlange. Haben wir wieder ein bisschen zusammen. Ja, mein Fürst.
Haben wir zusammen. Die Schlange befiegt. Sehr schön, ihr seid ich auch bin noch schon richtig gespannt. Wir können ja, glaube ich, sogar noch. Nee, das dauert noch ein bisschen. Sonst. Ich bin bereit. Können wir dich noch da mit reinnehmen? Ich lasse die Schreikraft mal hier. Speichere nochmal. Und dann heißt es weiter: Ausschau halten nach den Typen des Zwiebelclans. Ja. Gucken wir mal, was wir hier noch so finden können. Für die Schlange. Ja. Weil wir haben hier einen Wachturm kaputt gemacht. Wahrscheinlich irgendwo hier oben wird ein Lager sein und wahrscheinlich hier vorne. Aber wir gehen jetzt einfach mal alles schön systematisch ab. Ich muss hier mal wieder ein bisschen gucken, dass ich hier noch... So, wir haben Bevölkerungswachstum Maximum, das wollte ich sagen. Ja. Die Geisha macht alle so langsam. Okay, hier geht's nur nach oben, aber der Turm, der war sicher nicht umsonst da. Vielleicht noch bei Budo. Turm! Zügig! Ist ein bisschen auf Kenji aufpassen. Klonk! Oh, hier sind ja zwei von denen. Oh. Ich suche den Feind. Okay, jetzt wird's ein bisschen knapper. Ich jage. Knapp und knapper. Haut ihn zusammen. Ich suche den Feind. Chaos. Kacke. Haut ihn zusammen! Angriff! Ich suche den Feind. Ich eile. Ein bisschen aufpasse hier. Für die Schlange! Ha! Wolfsfleisch! Sollst ihn hauen! Okay, dann weg, Kenji. Schön. Für die Schlange. Funktioniert so nicht. Hier haben sie Blut geleckt. Wirklich ist Kenji schneller als der Fleischklops. Ja. Gut, okay. Das heißt, ich muss mich mal kurz im Ohr kratzen. Wir haben jetzt leider Budo verloren, aber ich musste den jetzt halt leider aufgeben. Weil ich den natürlich, Herr. So nicht halten kann. Okay, hier oben kommt wieder jemand. Habe ich schon gesehen, keine Angst. Verstanden. Geh mal schnell kurz nachgucken. Die Geisha würde ich gerne schnell kurz für hier euch, lassen. Mein Fürst. Würde gerne wissen, wer hier oben alles rumeiert. Ah gut, hier haben die gleich als erstes gefokust. Das ist schon mal sehr gut. Weil eigentlich sonst so stark sind die ja nicht. Sonst kriegen wir die ja eigentlich ziemlich gut weg. Sonst ist das ja nicht so ein Problem. Und du darfst gerne wieder mitkommen. Bin schon unterwegs. Gut, okay. Wie ihr wünscht. Genau, wir haben auch schon wieder. Ja, mein Fürst. Offen. Sehr schön. Ja, meine Schlange. Okay. Weil die zwei Türme kriegen wir auch noch. Aber das soll es für diesen Part gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir uns den zwei Türmen annehmen. Und bis dahin sage ich Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.